Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind hier in Nomos Peritebas und sind jetzt hier, um das Schutzritual auszuführen. Was ich aber Nacht machen muss, deshalb muss ich einmal kurz warten, weil wir haben es halt pellichter Tag gerade. Okay, da hat sich gerade irgendwas gespawnt. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren, um die Menschen, die im Ackerland wohnen, zu schützen. Bitte, Bajek, sei Gast bei unserem Ritual, wenn wir den Pharao Echnaton besänftigen. Du hast mich und die meinen beschützt. Komm, nimm an unserer Zeremonie teil. Wo ist der Mann, der uns alles hilft? Alles ist vorbereitet. Er muss wichtig sein, Atom, sonst würde es Chihuti nicht erlauben. Okay, muss ihn töten. Du heiliges Kieselglas sammelst, lege es in die Hände des wahren Königs. Du die Stärke unserer Hymnen für den einzigen Gott. Du steigst auf. Perfekt. Ich kann uns einzeln hierher. Am Horizont des Himmels. Der Gott, der alles Leben erschaffen hat. Ist allmächtig. Du Gott ohne Gleich. Jehudi rettet uns alle. Der lebende Atom. Aufgegangen und funkelt. Käseglas hat doch auch ganz viel selber, ne? Den heiligen Quarz auf der Statue des Atoms zu platzieren. Sohn des Re, der dessen Leben Maat ist. Deine Stärke lebt in diesen Opfergaben. Also, ungebrochen. Solange sie stehen, ganz erleuchte. Der einzige Gott bescheint uns mit seinen Strahlen. Sohn, umfasse ihn in deinen Strahlen. Ich wollte mich gerade hinsetzen, aber Bike setzt sich selbst hin. Alles Leben stammt aus deiner Hand. Wenn du aufsteigst, leben sie. Gehst du um? Okay. Ich habe nichts gedrückt. Ihr glaubt wirklich, Pharao Echnaton wäre der Sohn des Aton? Ich glaube, dass seine Macht furchterregend ist. Dafür, dass wir in Ehren behalten, wir unsere Leben, kannst du über die, die Amun anbeten, dasselbe sagen. Ach, dieser Kult ist Häresie. In welchen Texten wird Echnaton erwähnt? Nur einem. Im Archiv von Theben. Aber dieser Gauner Tychon hat die Bibliothek für alle außer die Seinen gesperrt. Ich finde einen Weg hinein. Such im Archiv nach einer Statue, die auf verfallene Schriftrollen zeigt. Eine spricht von Aton und einem längst verschollenen Tempel. Du denkst, wir beten etwas Abscheuliches an, dass ich mein Volk verdamme. Ja, in etwa. Wie kann ich über euren Weg richten, wenn meiner mit Leichen gepflastert ist? Ich hoffe, du findest, was du suchst, Freund. Same. Wenn ich Echnatons Tempel finde, komme ich dem Relikt näher. Was hab ich jetzt gemacht? Oh, ich hab gewartet. Ich wollte gerade einfach nur auf die Karte gehen und hab zu lange gedrückt. Noch nie gemacht vorher. Weil da stand gerade halten und ich hab das gerade irgendwie. Ja, und dann hab ich halt die Abendtaste gedrückt gehalten, also halten, um die Quest zu verfolgen. Aber was mache ich doch gerade? Hab ich noch eine neue Quest? Nee, das sind die beiden Nebenquests, die ich habe. Dann können wir den V nochmal klatschen, wenn er noch da ist, wenn wir ankommen. Ich hätte auch einfach schnell reisen können, das stimmt, aber ich wollte halt den V mitnehmen. Weil wenn wir da sowieso gerade lang reiten, dann passt er ganz gut. Sonst würde er gerade wieder verschwinden. Nein, er kommt gerade erst. Okay, das macht richtig Schaden an dem. Ich mag es nicht, wenn er die ganze Zeit diese Kombos macht. Na stimmt, ich kann ja das einfach so machen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch rausgefunden, dass das eigentlich voll die gute Idee ist. Aber ich glaube, dann werden die Gegner echt leicht auch.
Okay. Ja, das Gute ist, ich mache damit auch richtig Schaden noch an dem. Okay, das Spiel ist echt viel zu leicht so. Ich hätte das vielleicht mal viel früher machen sollen. Erreiche das Archiv von Themen. Ist hier noch einer? Ich dachte gerade, das ist noch einer. Nee. Na, wie kommt doch gerade gefühlt nur der? Also ich mag das Angriffsmuster von dem immer noch nicht, aber nachdem er es ja so leicht einfach umgehen kann, beschwere ich mich nicht mehr. Ich hätte einfach viel früher mit diesem Ding anfangen sollen. Weil ich glaube, da waren wir schon drin. Weißt du, auf das versteckte Texte hin. Na, hier waren wir definitiv schon drin. Jehuti sagte, dass eine Statue auf die Schriftrolle weist. Eine Statue. Das ist sie nicht. Cool, dass du getroffen hast. Haben wir noch jeden erwischt. Hier oben oder was? Die Tempeltür ist verborgen. Hey, was? An die Waffen! Es gibt Ärger! Dafür lasse ich dich leiden. Gott, das ist echt nervig. Reiß ihr die Eingeweide raus. So, Freunde, du bist tot. Am Morgen wird der Eingang von der Sonne erleuchtet. Okay, das heißt von Echnaton. Zählte Notiz. Tychons Männer suchen auch nach Echnatons Heiligtum. Da können wir hin, würde ich sagen. Wieso kann ich mein Pferd nicht rufen? In der Stadt kann ich doch reiten. Na, jetzt geht's. Okay, vielleicht war ich jetzt zu nah an dem Archiv dran und das mochte er nicht. Obwohl es hier keine... keine... wirkliche Gegnerfestung war, sondern eher ein Versteck, ne? Also ja, hier so ein... Ja. Archiv von Themen war ein Schatzkammer-Ding. Aber vielleicht, damit man nicht zu nah, damit das Spiel nicht das Pferd in den Räumen da ruft, dass da reingereiten kommt, dass es dann einfach ein bisschen großflächiger gemacht ist, dass man das nicht machen kann. Also Räder können natürlich wieder annehmen, aber wahrscheinlich wieder dann am Arsch der Welt. Obwohl, das letzte hätten wir machen können, weil wir da schon waren, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich nicht so viel Lust dazu hatte. Am Morgen. Ist es noch morgen wahrscheinlich, ne? Ich tippe mal auf, dass es das da sein wird. Oder? Ne? Schade. Also wenn es so ein zeitgebundenes Ding ist, finde ich das echt zum Kotzen. Ich hasse es. Okay, da ist Licht, was da irgendwie hinscheint. Dann wird es vermutlich hier irgendwo sein, ne? Das Licht scheint dort. Das muss der Eingang zum Tempel sein. Okay, gut, wir haben sogar morgen. Dann passt das ja. Also wahrscheinlich... aber ich habe ja auch den ganzen Tag gewartet. Also eigentlich dürfte das gar nicht mehr sein. Weil ich habe gerade überlegt... Der Tempel des Aton. Ja, erzähl. Das, man das ja nachts macht und dann ist es dann wahrscheinlich auch zeitnah halt irgendwie morgen. Aber ich habe ja einfach die Nacht geskippt oder hätte ich die Nacht skippen sollen? War es vielleicht sogar klug, dass ich das gemacht habe? Hier. Da unten ist irgendwas. Der königliche Palast des Echnaton. Überwacht von Echnaton und seiner geliebten Frau. Nefer Neferu Aton Neferet Iti. Klar.
Der Aton. O einziger Gott ohne Gleichen. Dein ewiger Ruheplatz wird... Treibe ich gerade weg? Ja, oder? Du schläfst bei deinem Vater, Amenophis, dem Stier. Wir werden nicht zulassen, dass sie dich auf ewig als Hereka brandmarken. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade vorgelesen habt, ich habe nur den letzten Satz gelesen, den vorletzten Satz und dann habe ich den letzten danach gelesen. Aber gut. Was haben wir hier? Eine Crackpfeife? Lebendiger Aton, der das Leben schuf. Du entsprangst dem Samen des Amenophis. Er nährte den Sohn im Leib seiner Mutter, der großen königlichen Gemahlin Tyche. Der wunderschön, der langhaarigen. Kurz mal Luft holen. Nicht, dass wir dann da nur ersticken. Er leugnete die Götter. Allesamt. Auch die Dreiheit von Theben. Okay. So starb der Sohn. Wiedergeboren als Reharachte. Echnaton, der am Horizont frohlockt. Ist das der? Okay. Der Pharao Echnaton hält ein Relikt. Er bietete es an als Inkarnation des Gottes Aton. Wenn der Pharao das Relikt hatte, wer hat es dann jetzt? Ja, müssen wir mit Isidora sprechen. Können wir einfach rausporten? Ich glaube nicht. Wo war denn hier der Ausgang nochmal? Wahrscheinlich nirgendwo hier, ne? Isidora muss sich der Wahrheit stellen. Okay, gut. Du kannst doch ruhig in deinen Gedanken weitersprechen, wenn du tauchst. Okay, da hinten leuchtet irgendwas hell. Vielleicht können wir den Schatten da noch, den pharaonischen... Was? Pharaonischer Schatten? Ich glaube schon, oder? Vielleicht können wir auch noch gleich mit klatschen. Oh, heute ist mal wieder mein... Isidora muss sich der Wahrheit stellen. Das ist nicht Amuns Wille. Anzeige von OBS kaputt, weil ich jetzt einen neuen Monitor habe. Und wahrscheinlich hat er das nicht so direkt erkannt, obwohl eigentlich doch. Ich weiß nicht, wie es falsch skaliert. Vielleicht, weil ich da irgendwas umgestellt habe mit Haupt- und Nebenanzeige. Das mag es wahrscheinlich nicht. Das Übliche halt. Ich glaube, mit dem Schildlauf kann ich eigentlich alles richtig gut machen. Auch diese Großschildtypen töten, weil ich glaube, da verlieren die halt auch ihren Verteidigungsstand. Und im Endeffekt habe ich mir das Leben einfach nur selbst schwer gemacht, weil ich einfach nicht alle Features benutze. Weil mir sonst zu komplex wird. Ich drücke gerne zwei Tasten und das war's. Ja, Pharaonischer Schatten. Warum ist mein Ding nicht aufgeladen? Oh, fuck. Also am besten ist nicht mal, wenn er gerade mit seinem roten Angriff nach vorne schlägt. Ah, okay, ich verbrauche damit mein, mein Adrenalin. Das hätte ich mal besser gewusst. Ja, aber trotzdem ist halt jetzt mega easy. Ich dachte gerade, dass er abhaut, aber da hinten ist glaube ich noch einer. Alles echt zum Kotzen, muss ich ehrlich sagen, dass sie dann irgendwann einfach abhauen wollen. Hier ging es nicht lang, oder? Wir mussten hier... Wo mussten wir lang? Hier unten? Nee, ist hier oben. Hier geht es in so ein Heiligtum.
Sicher, dass es dann hinten nicht lang geht? Anscheinend nicht. Ich könnte oben lang klettern, aber ich glaube, hier unten war es. Also hier mal rum. Gut, hätte ich das mal vorher gewusst. Hallo Apisstier. Hallo Einbalsamierer. Der Fluch fährt eine weitere üble Ernte ein. Hast du die Antwort im Ackerland gefunden? Ich fand dies. Du wagst es, das in Amuns Haus zu bringen? Ich fand sie in einem Tempel, der dem abtrünnigen Echnaton geweiht ist. Was hält er da? Er betet die Sonnenscheibe an. Den Aton. Das ist aber nicht die Sonne. Das ist das gesuchte Relikt. Das Relikt und sein Besitzer sind der Grund für den Fluch, nicht Amun. Ist das Amuns Wille? Ha? Würde er einen Ketzer schicken, den Pharao oder den Verrät? Tuja. Nein. Ich schickte sie nach Theben. Sagte ihr, sie wäre sicher. Das ist meine Schuld. Echnaton geht noch um. Er ist der Schlüssel zum Relikt. Ich war blind. Versteckte mich hinter Amons Schleier. Ah. Kann das denn Isidora! Wahr sein? Isidora! Es mag nicht Amons Wille sein. Doch Amon kann ihn aufhalten. Es geht nicht um Götter. Versteht ihr das nicht? Der König der Götter hat noch immer die Herrschaft über Theben. Und ich bin Amons Weib. Die Menschen müssen wissen, dass er ihr Flehen noch erhört. Dann sagt mir, was er will. Ein einziges Staubkorn von einer Götterstatue des Amon. Das würde Echnatons Ruhestätte im Tal zwischen den wahren Königen läutern. Aber Tychon hat alles Wertvolle aus unseren Tempeln und Gräbern gestohlen. Wir haben gar nichts mehr. Von diesen Diebstählen höre ich nicht zum ersten Mal. Seine Männer suchen das Ackerland heim. Während er uns unterdrückt, stolziert wie ein Skorpion um Hatschepsuts Tempel. Ah, dann finde ich ihn und seine Beute. Bayek. Da waren wir doch schon. Der Mann, der dein Relikt hat. Was tust du mit ihm, wenn du ihn findest? Dann möge Amun über dich wachen. Macht er sowieso. Ich habe legit gar nicht zugehört. Ich habe übrigens mich kurz gemutet, um einfach was zu trinken. Energy Drink, um die aufzumachen vor allen Dingen. Trinken ist ja relativ leise. Tychon leitet seine Geschäfte in der Umgebung von Hatschepsuts Tempel. Bände Heretiker. Ja, okay. Kriege ich hin. Ah ja, hier haben wir Müll. Da haben wir Müll. Und hier haben wir Müll. Fühle ich sehr. Ich denke, wir müssen bald nach Aton. Aber erstmal. Dieser Dieb Buch über seine Beute. Aber erstmal dahin. Vielleicht kann ich verfügbar. Doch, ist sie. Ich würde sagen, ich rede mal kurz mit Reda. Ja, gehen wir, reiten wir da kurz hin oder laufen dahin. Wenn ich auf Weg noch irgendwelche pharaonischen Schatten finde, hau ich ihn auf die Fresse. Weil die sind echt nicht mehr stark, nachdem ich weiß, wie man die richtig leicht kaputt brüllen kann. Also klar. Dann fehlt mir öfter mal mein, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Adrenalinkill? Heißt das so? Ne, Höchstleistungskill. Fehlt mir öfter, aber ich kann halt einfach seinen Angriff unterbrechen und die ganze Zeit durchkloppen. Also das ist richtig lustig. Ich meine, das heißt ja auch irgendwie, dass ich ziemlich lost bin, weil ich das so nach 150 Parts jetzt so merke, dass das vielleicht eine gute Idee wäre zu machen. Okay, zum Verteidigen, ich habe es nicht seit Part 1, sondern erst seit, weiß ich nicht, Part. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich das gekauft habe, irgendwie relativ spät, glaube ich, weil ich davon nie so wirklich viel gehalten habe. Also ich habe das nie gebraucht. Und auf jeden Fall, ja, hätte ich vielleicht früher merken können und wahrscheinlich auch sollen. Ein Freund von mir wird vermisst. Matcher, ich würde nicht fragen, aber seine Familie braucht ihn. Bitte finde heraus, wo er ist.
Vermisster Arbeiter, wo ist denn das? Da unten. Ja, kriege ich hin. Ist doch erst der safe tot. Ah, hallo, mein Freund. Wahrer Freund, Wüstenpilgerer, Ehre. Ich liebe es, Reittiere zu kaufen. So, ich würde sagen, ich reiß dann hier hin, reite dann nach oben, guck mir das an. Also die Räder-Quest mal einfach offscreen, weil das ist ja irgendeine Random-Quest einfach nur. Und den Rest, den gucken wir uns dann zusammen an. Das heißt, ich würde sagen, ich hoffe, es gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.